Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier beim Seitentester. Wir haben heute eine Seite getestet, die generell noch nie von der Marke her in den Seitenreviews war. Rede ist von Gamma. In dem Fall ist es die Gamma Moto im Durchmesser 1,24. Eine abgeeckte Seite, ähnlich wie so eine Bienenwabe, haben wir schon öfters gehabt. So RPM Blast mäßig. Ja, was ist dabei herausgekommen bei diesem Seitentest? Schläger war wieder der Hell Extreme Light. Bespanngewicht, und jetzt haltet euch zurück, in dem Fall war 18 Kilo, und zwar 18 Kilo längs und 18 Kilo quer. Warum habe ich so weit bespannt? Ich habe mir ein paar Informationen zuvor eingeholt von einem Spielkollegen, der hat gesagt, er hat überhaupt auch so nur 19 Kilo bespannt, weil die Seite ist relativ tot und einfach keine Elastizität vorhanden, da gibt es keinen Trampolineffekt, man muss sehr viel Eigenkraft aufwenden. Das Ganze habe ich ausprobiert heute für circa 2 Stunden und gestern waren es 1 Stunde. Und ich muss sagen, die Seite ist wirklich tot, die ist wenn man diesen Schläger, glaube ich, mit 24 oder 25 Kilo bespannt, mit der Gamma Moto 1,24, dann bekommt man erstens Schulterschmerzen, einen Tennisarm. Ich habe es heute auch schon ganz leicht gespürt, ein bisschen hier im Bizepsbereich, im Unterarmbereich ein bisschen. Auch mein Spielkollege, der mir Feedback gegeben hat zu der Seite, hat gesagt, hin und wieder, wenn er lang spielt mit der Seite, geht sie langsam auf seine Schulter. Und das ist halt ein großes Defizit für Spieler, die ein bisschen Komfort suchen in ihren Tennisseiten. Finger weg von Gamma Moto. Das ist wirklich eine Seite, wo ihr auf jeden Fall eine Kontrolle habt. Spin-Eigenschaften sind, wenn man Kraft hat, wirklich sehr gut. Ich habe mit der beidarmigen Rückhand einen ordentlichen Spin zusammenbekommen. Die Vorhand, muss ich sagen, war ähnlich zu der letzt getesteten Solinco Barbwire. Leblos, gingen einfach die Bälle nicht wirklich weit, und selbst bei 18 Kilo, ja, wenn ich einen Schläger 18 Kilo bespanne, dann muss eigentlich so lebendig sein, dass ich eigentlich jede steife Seite eigentlich auf ein bisschen einen Trampolineffekt bringe. Das war in dem Fall überhaupt nicht möglich. Das Leis war ganz okay, hat mir aber auch, muss ich sagen, mit der Solinco Barb war ja besser gefallen. Volley, das war so ziemlich das Präziseste. Auch das Service ging relativ mit Schnitt ganz gut. Aber was mir noch besser gefallen hat, ist mit einem Kracher, einen flachen, schnittlosen Aufschlag volle Wäsche durch. Da hatte ich auch eine ordentliche Power und Kontrolle. Power Level gibt es auch, zu erwähnen, wenn man Kraft hat, kann man ordentlich Power erzeugen. Ich habe keine Power erzeugen können. Dieses Spielen der Linie entlang mit der Rückhand, was auch normal ein ziemlich guter Schlag von mir ist, das versumpert er auch mit dieser Seite. Preis-Leistungs-Verhältnis, ich habe für das Set um die 10 Euro gezahlt. Ja, das ist halt so ein Preis, da ist dann schon wahrscheinlich zu viel des Guten. Ich würde maximal 5-6 Euro ausgeben beim nächsten Mal, wenn ich da jetzt vielleicht eine Seite in einen anderen Schläger reingebe oder vielleicht sogar noch weicher bespanne. Aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, 18 Kilogramm längs und quer, und der Schläger, wenn es er drückt, gibt fast gar nicht nach. Das ist eine, und ich habe es auch gemerkt beim Anziehen der Seiten mit der Maschine, da geht es zack und bupp und sie steht schon. Ja, da gibt es kein richtig, wie man zum Beispiel bei der Baseline, bei der Isospeed Baseline sieht. Wenn man die 24 Kilo hat, die zieht sich noch ordentlich nach mit der Maschine, da sieht man, die Seite ist elastisch und geht ein bisschen noch, zieht sich ein bisschen noch wie ein Kaugummi ein bisschen auseinander. Das ist bei dem überhaupt nicht der Fall. Ja, stumpfe Seite, knackig ist sie ein bisschen natürlich. Ja, Arm schon, Seitenverrutschen trotz der geringen Bespannhärte so gut wie nicht, und Armschonung, no way. Also das ist keine Seite für eine Armschonung.
Ich schneide sie heute raus, da kommt wieder was anderes rein. Ich muss jetzt einmal schon eine Seite finden und ich werde einfach auf die weichere Polis zurückgehen. Die steifen Polis bringen dem Schläger, muss ich sagen, auch mit meinem Spiel verbunden, bringen nichts und bringen mein Spiel nicht weiter. Das soll es wieder mal gewesen sein von einer Seite, die in einem sehr knalligen Grün-Gelb kommt. Gamma Moto abgeeckt, 1,24, ein bisschen ein Exot oder den Tennis-Seitenmarken. Aber vielleicht für die Leute, die viel Kraft haben, Kontrolle haben wollen, Knackigkeit und ein bisschen Spin generieren wollen, ist diese Seite vielleicht gar nicht so schlecht. Das war's wieder mal hier vom Seitentester. Pfiat euch und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Seitentest.